Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Anfang des Jahres ist ein Arbeitspapier des IWF, des Internationalen Währungsfonds, aufgetaucht. Abgefasst in deutscher Sprache: Abschaffung des Bargelds, Eindämmung der Bargeldnutzung mit dem Ziel bis zum Ende. Herr Hauer, hören Sie mir erstmal zu, Sie dürfen gleich reden. Bargeld einzuschränken, um Negativzinsen an die Endverbraucher weiterzugeben. Diese große Anfrage wurde von der Bundesregierung beantwortet, und ich kann Sie sagen, die Antwort war dünner als Motorenöl in der Formel 1. Man wiegelte ab, man sagte auch, alles nicht so schlimm, wir halten am Bargeld fest, Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Die Fakten sind aber Deutschland und der IWF. Deutschland ist viertgrößter Anteilseigner und hat ein Stimmrecht von über 5% bei 189 Mitgliedern, also ein Schwergewicht. Ich halte das für Lippenbekenntnisse. Schauen wir uns die Lage in Deutschland an. 500-Euro-Scheine werden nicht mehr ausgegeben. Wir arbeiten im Moment im Finanzausschuss an einer Umsetzung einer EU-Richtlinie für nächstes Jahr, in der anonyme Edelmetallkäufe über 2.000 Euro verboten sein sollen. Ebenso die anonyme Zahlung mit Bargeld über 5.000 Euro. Außerdem werden Kunst- und Antiquitätenhändler und Auktionatoren verpflichtet, weitreichende Aufzeichnungen über ihre Kunden zu machen, die Bargeld benutzen. Bargeld ist nach wie vor gesetzliches Zahlungsmittel, und wir hoffen auch, dass das so bleibt. Aber versuchen Sie einmal, Ihre Rundfunkgebühren, die GZ-Gebühren oder Ihre Steuerschulden mit Bargeld zu bezahlen. Ich sage Ihnen, Sie werden das Geld dort nicht los. Unter dem Vorwand der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung von Terrorfinanzierung wird der deutsche Bürger hier unter Generalverdacht gestellt. Das ist mit uns nicht zu machen. Was sind die Ziele und die Gefahren der Bargeldabschaffung? Erstens, gelebte Freiheit und Datenschutz muss erhalten bleiben. Wenn Sie heute im Internet einkaufen, folgen Ihnen die Werbeanzeigen über Wochen. Der Staat muss nicht alles wissen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie zahlen Bargeld los. Der Staat hat die Möglichkeit, auf Ihre Zahlkarte ein Sperrmerkmal zu setzen. Die Grünen würden freitags ohne Fleisch fordern, und Sie sind gar nicht in der Lage, mit Ihrer bargeldlosen Bezahlung Fleischkäufe am Freitag durchzuführen. Was technisch möglich ist, wird auch alles irgendwann gemacht. Und es gibt ein hässliches Denkspiel. Stellen Sie sich einmal vor, im Dritten Reich hätte es kein Bargeld gegeben. Welche Personengruppen hier von der sozialen Teilhabe ausgeschlossen worden wären und denen die Käufe bestimmter Produkte nicht ermöglicht worden wären. Das sind Fantasien, die sind schlimmer als George Orwells 1984. Der zweite Punkt. Geldpolitische Maßnahmen sind nicht mehr durchzusetzen, wenn der Bürger Bargeld hat. Die Weitergabe von Negativen an die Endverbraucher ist nicht möglich, Kapitalschnitte und Enteignungen auch nicht. Von so her sagen wir, Bargeld ist gelebte Freiheit. Wir haben mit der Bargelddebatte ein sehr heißes Thema in Deutschland angestochen. Wenn Sie sich mal gucken, seit der Pressekonferenz der AfD Anfang der Woche haben viele Mainstream-Medien darüber berichtet. Selbst die Welt hat gestern einen Artikel gebracht, wo sie darüber diskutiert hatte, wie es wäre, 10.000-Euro-Scheine auszugeben, um den deutschen Sparer vor Zwangsenteignungen, Negativzinsen und Enteignungen zu schützen. Ich denke, wir sind hier auf einem richtigen Weg. Mit der AfD ist ein Überwachungsstaat nicht zu machen. Liebe Bürger, ich möchte Sie ermuntern, nutzen Sie weitestgehend Bargeld. Vielen Dank, und ich freue mich auf eine schöne Debatte mit Ihnen. Danke. Matthias Hauer, CDU, CSU ist der Nächste.